Drei E-Mails. Wuppdidu. Augen offen halten. Thaddäus. Thaddäus, 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 Thaddäus. Bitte behalten Sie Franklin im Auge. Er verbringt viel zu viel Zeit mit persönlichen Projekten und Freizeitaktivitäten. Wir sind hier natürlich alles nur Menschen, aber ich mache mir Sorgen, dass er versuchen könnte, mit dem Antriebssystem in unbefugte Bereiche vorzudringen. Dr. Thornstein. Haben Sie denn verloren? Oder den verloren? Hi. Gas aus dem Frachtraum hier. Ich habe in meiner Schicht etwas Seltsames in einem der rausgehenden Container entdeckt. Ich glaube, es ist ein Fabrikatorplan für ein Geschütz. Er lag in einem Haufen alter Kondensatorzellen, die zur Piteas-Einrichtung verschifft werden. War vielleicht ein Versehen, keine Ahnung. Einer der Sicherheitsmitarbeiter hat ihn in einen Tresor auf den Sicherheitsstationen auf der Lebenserhaltung gesperrt. Sagen Sie dort Bescheid, wenn Sie ihn wiederhaben wollen. Gas. Sie übernehmen. Thaddäus, Dr. Calvino fühlt sich nicht gut genug, um unseren Besuchern die neueste Looking Glass-Technologie zu präsentieren. Da muss ich das Labor für längere Zeit verlassen. In meiner Abwesenheit sollte alles weiter wie gehabt funktionieren. Aber für den Fall der Fälle schicke ich Ihnen den Code für mein Büro. Er lautet 9048. Okay. Was soll ich mir jetzt merken? Wen haben wir denn hier? Titus Cromwell. Na dann. Eine weitere Rohrzange, weil es meine mal kaputt geht oder ich versehentlich recycle. Da ist Niki Tanna. Ups, sorry. Wir nehmen auf jeden Fall das Zeug mit, wenn ich könnte. Ich bräuchte echt einen Recycler bald hier. Geht ja gar nicht. Weil was ich halt jetzt wahrscheinlich machen könnte, ist halt dann die zweite Waffe dann irgendwie recyceln. Für, keine Ahnung, weitere Materialien oder so. Kann ich das wegschmeißen? Teilen. Nö. Fallen lassen. So. Ah, das braucht drei Plätze. Ach, ihr. Hier. So. Langsam wird es aber hier echt voll. Ich überlege, ob ich jetzt echt kurz hier mal zurückgehe in meinen Dingens und einfach mal. Obwohl, das ist ja über den Ladebildschirm hinweg, ne? Das kann ich mitnehmen, weil es keinen extra Platz braucht. Können wir das gleich essen? Kann man ja auch mal machen, ne? So. Was weg ist, ist weg. Gesund gezaubert mit Blumenkohl. Der für vielseitig und feines Aroma bekannte Blumenkohl kann als Ersatz in vielen traditionellen Rezepten verwendet werden, um den Nährwert zu erhöhen. Ohne auf Geschmack zu verzichten zu müssen, Kartoffelpüree, Pizzabohnen, Reisbällchen und vieles mehr. Wenn Sie die gesundheitlichen Vorteile dieser duftenden Delikatesse jedoch noch weiter aussteigern möchten, sollten Sie unbedingt dünsten. Mit der Sorte in Lila schließlich peppen Sie Ihre Gerichte auch rein optisch auf. Lila Blumenkohl? Mir so gar nicht bekannt. Aber man muss auch nicht alles kennen. Ich weiß, dass Karotten ursprünglich mal, ja, so lilafarben waren. Achso, das kann ich auch essen. Ah. So. Ja, also Karotten wurden dann halt irgendwann erst orange gezüchtet. Ein Glue-Kanister. Eine Notiz. Einprägen und in Technik Operator eingeben. Passwort für Gruppenterminals Makro 11. Okay.
Sie haben gewonnen. Wer auch immer dem lieben Mr. Gluey McGlueface Arme spendiert hat. Also die erste Schicht. Ich verbeuge mich vor ihnen. Zuerst dachte ich, dass den Aal in Aspekhut nichts toppen könnte. Aber da habe ich mich geirrt. An ihre großartige Idee mit den Händen aus Baseballhandschuhen kommt einfach nichts ran. Meine Freundin grüßen, die unwürdige zweite Schicht. Brauchen Sie Vorräte? Hier noch einmal zur Erinnerung. Falls Sie Vorräte aus dem Werkstand brauchen, der Code des Lagerschranks lautet 7551. Geben Sie mir bitte Bescheid, wenn Sie etwas herausnehmen. Cliff. Glue. Testergebnisse. Exemplar FHJ89C Glue Haftkraftprobe. Vorbereitung des Testexemplar. Die Dimensionen sollten für Modellversuchskammer 1 Kubikmeter, keine Ahnung, bei einem Luftaustausch von 1 bis 0,02 pro Stunde optimiert werden. Um einen Ladefaktor von 0,1 bis 0,9 Quadratmeter zu erreichen. Ja, ist ja gut. TBO79C zur Reinigung der Edelstahlplatte verwendet. Testobjekt völlig vollständig und mit geringfügigem Materialverlust auf Metallplatte imprägniert. Exemplar sofort in Testumgebung eingeführt. Modellversuch erfolgreich. Empfehle zu größeren Testobjekten überzugehen. Anmerkung: Glue ist nach wie vor vitrophobisch. Ich habe keine Ahnung, was vitrophob bedeutet. Und da ist der Schneemann-Konstrukt, ja? Okay. Hallo, mein Name ist Mr. Gluey McGlueface. Finde ich ja süß. So süß, dass ich es vernichte. So. Alles mitnehmen hier. Was ist das? Essen. So. Okay. So, und wo ist jetzt hier so ein komischer Vorratsschrank? Nur Entry. Ja, dann halt nicht. Das hier das? Achso, ne. Ah, okay. Das ist der für 904 und die 8. Okay. Hardware Labs. Okay. Da ist Jung Thorstein. Thorstein Gedöns. Okay. Lade nach. Bitte warten. Ja. Schon zu voll hier. So. Ja, wenn das mal nicht viel Zeug ist, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist der Direktor des Labors. Ja, das war er. Er hat sie wohl bewundert. Bedauerlich. Sowas aber auch. Wie kann man nur? Wie kann man mich nur bewundern? Ist das hier? Thorstins Tresor. Das ist nicht der für 7555. Oder 7553 oder was das war. Nee. Okay. Hey, cool, Medikit. Oh. Verwenden. Was weg ist, ist weg. So. Aber wie komme ich jetzt da an sein Tresor? Jenseits der Sterne, die inoffizielle Geschichte von Transtar. Das haben wir, glaube ich, auch schon gelesen. Aber viele Dinge wiederholen sich halt, aber das ist auch okay. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ah. Wenn Sie den Code vergessen. S und XE. C
Xeon und was war S? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie keine Ahnung mit der Dichte der jeweiligen Elemente zusammenhängt oder sowas. Aber das ist sowas, das muss man wissen. S und XE. Oder ES. Wofür war S? Das wenn, ne? Wenn ich weiß, ja, ne? Xeon, ja, ist ja toll. Ach. Okay, die haben das gleich hier, das finde ich ja super. Das Periodensystem. Das ist ein erweitertes Periodensystem. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Da ist Xeon, glaube ich. Ich kann jetzt gar nicht die lesen. 54. Wo ist ES? Da unten. 99, 54. Okay. 99, 54. Oh, kein Platz. Kein Platz. Oh, Mann. Es gibt es doch nicht. Habe ich vielleicht. Nein, habe ich nicht. Mann. Das kann ich auf jeden Fall nehmen. Ja, packen wir tatsächlich das weg. So, muss ich hier rüber machen oder was? Nein, jetzt habe ich noch was anderes fallen lassen. Ich nehme das exotische Material natürlich mit. So. Also langsam brauche ich echt hier, ne? Weiß auch nicht. Nur Recycler, das wäre toll. Ist es denn wahr? Wie ich das Ding nicht treffe, ist herrlich. Moment, ich bin außer Puste. Ja? So. Mann, Mann, Mann hier. Gibt's hier vielleicht irgendwo mal einen Recycler? Sicherheitsstation. Da unten ist ein Recycler. Auf der Vorführungsbühne. Da sind wir aber jetzt noch nicht, ne? Nee. Wo geht es denn da runter? Ach, da hinten. Ach, da müssen wir vom Atrium dann da rein. Okay. Ich habe doch hier gerade noch eine Flasche gesehen. So. Das heißt... Dadurch, okay. Das kann ich. Was liegt denn hier noch Feines? Nehmen wir doch mal mit. So, und jetzt hier links irgendwo lang, ne? Ja, wir müssen ja eh noch da hinten rein. Aber jetzt die Tür hier ist gleich dahin, wo ich zur Vorführungsbühne komme, wo ich hier den einen Beppo schon mal gesehen habe. Der wahrscheinlich irgendwo unten rumhaust. Wo bist du, mein Penner?
So. Cliff Lawrence ist down. Down ist er. Oh, wir können endlich mal recyceln. Oh. Schön. So, auch die zweite Glue Cannon, die kann auch mal weg. Das Ding kann weg. Das Ding kann weg. So. Recyceln bitte. So viel Zeug. Geil, noch mehr Schrott. Gleich erstmal rein da. So. Gleich wieder her hier. So. Geht doch, geht doch. So viel Zeug. So viel.